Herzlich willkommen bei Grün und Gesund. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Es geht um das Thema Hochleistungsmixer. Hör mal, Andreas, welchen Hochleistungsmixer kannst du mir empfehlen? Brauche ich überhaupt einen Hochleistungsmixer? Reicht nicht auch das, was ich zu Hause habe? Und dieser Frage möchte ich heute einfach mal nachgehen. Und deshalb freue ich mich, dass wir hier einen echten Experten dazu geschaltet haben, nämlich Kazuo Tanke. Und er kommt von grünesmoothies.de aus Berlin-Kreuzberg und ist jetzt hier live im Mixer Lab, so nennt ihr das bei euch. Und ja, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, super, Andreas, freut mich auch. Ja, Kazuo, Gründer von grünesmoothies.de, die haben ja vor, ich meine 2008, das Thema nach Deutschland sozusagen gebracht und die Bücher von Viktoria Botenko übersetzt. Damit ja auch in Deutschland diese Bewegung bekannt gemacht und groß gemacht und haben sich auf die Fahnen sozusagen geschrieben, die grüne Smoothie-Bewegung voranzutreiben. Und das unterstütze ich natürlich, weil es ist ja auch also eins meiner großen Themen, die grünen Smoothies. Wenn es bei euch ums Thema Mixer geht, dann bist du immer der erste Ansprechpartner und deshalb habe ich mir gedacht, ich frage dich mal, deshalb freue ich mich sehr, dass es geklappt hat. Ihr seid ja herstellerunabhängig bei euch, also es geht ja nicht nur um die Mixer bei euch, sondern es geht auch darum, das Wissen zu vermitteln, wie gesagt, aber Mixer ist schon ein großer Teil auch und vielleicht erzählst du einfach mal ganz kurz weg ein bisschen was über dich und so wie du an die grünen Smoothies und an die Mixer gekommen bist. Also bei mir hat das auch 2008 angefangen, als ich zum ersten Mal hier von den grünen Smoothies gehört habe. Und mich hat die Geschichte so geflasht, so mit den Gorillas, die dann dieses Grünzeug essen, dass ich gleich angefangen habe, mir den ersten Grünsmoothie selber zu machen. Natürlich mit dem Pürierstab, das war so das einzige Mixgerät in meiner Küche. Und damals war das für mich einfach ein super leckerer grüner Smoothie. Heute würde ich sagen, das war eher grünes Püree. Mhm. Ja, aber... damals hat mich das schon umgehauen, weil das hat einen trotzdem irgendwie so schon sowas wie einen Energiekick gegeben, ja. Und war auch super lecker, also ganz anders, als ich erwartet hatte. Und so ging das halt los mit den grünen Smoothies. Ja, genau. Und du hast also auch ganz normal angefangen, Stabmixer. Genau. Ja, okay. Und das waren halt immer nur so kleine Mengen und es war natürlich auch immer anstrengend. Und wenn es ein bisschen faserigeres Grün war, so, dann wurde der Mixer auch heiß und das Zeug wurde trotzdem nicht feiner. Okay. Ja, also ich habe auch erst drei Mixer geschrottet, bis ich irgendwie gesagt habe, wir holen zwar so einen Vitamix. Das ist, denke ich, auch so ein Punkt, wo ganz viele, die jetzt sagen, sie können sich gerade aktuell keinen Hochleistungsmixer leisten oder andere steigen jetzt gerade erst ein und interessieren sich für die grünen Smoothies und möchten einfach wissen, vielleicht auch, wie man mit dem normalen Mixer, den man zu Hause hat, einfach ein gutes Mixergebnis herstellen kann. Was sind da so eure Tipps, dass man da mit dem Material, was man zu Hause hat, erstmal einen guten Start hinbekommt in Bezug auf die grünen Smoothies? Also das Erste ist, was sich immer ganz gut macht, ist weiche Früchte zu verwenden, Bananen, Avocados auch, Mangos. Mhm. Machen die Smoothie immer so ein bisschen cremiger, ja, und das funktioniert halt auch mit normalen Küchenmixern ganz gut. Ansonsten, was halt auch noch so ein Tipp ist, wenn man halt so diese weichen Sachen zuerst reinmacht, also die Banane, Mango, Avocado, dann das Grünzeug oben drauf und dann kann man halt auch so ein bisschen härtere Fruchtsorten wie zum Beispiel einen Apfel oder eine Ananas oben drauf packen. Weil das sind so Sorten, die sich halt gerne so unten am Messer verkanten. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man die erst als letztes drauf macht. Und zwar damit schon mal, sag ich mal, so eine flüssige Mixmasse entsteht, wo drin die dann schwimmen können. Ja? Und dadurch wird auch tendenziell feiner, als wenn man es anders macht. Okay, wir sehen jetzt hier auch schon so einen kleinen Aufbau, also einen rechts von uns hier ist, denke ich mal, normaler Mixer, sagst du gleich noch was dazu. Was jetzt interessant ist, also dass wir wirklich gleich auch mal so einen Vergleich sehen, den hast du mir im Vorfeld schon angekündigt, so wirklich mal so einen Vergleich zwischen einem Küchenmixer und einem Hochleistungsmixer und du willst uns auch irgendwie das mal visualisieren, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Das aber jetzt nur mal als Einschub. Das waren schon mal ganz gute Tipps, denke ich. Länger laufen ist halt immer so eine Sache bei den Küchenmixern. Teilweise sind die auch nicht wirklich darauf ausgelegt. Ja. Und deshalb war auch der Grund, warum meine Mixer immer irgendwann kaputt gegangen sind, weil die irgendwie
wie gesagt, für Gelegenheitsgeschichten eigentlich eher gedacht sind. Und wenn man diese lange laufen lässt, dann werden die irgendwie warm und da ist meistens auch keine Sicherung drin und fliegen einem um die Ohren. Genau, ja. Vielleicht zu den Hochleistungsmixern. Also früher oder später kommen wir irgendwie an den Punkt, wenn man mit grünen Smoothies ernsthaft weitermachen möchte, dass man wirklich damit sich auseinandersetzt. Also was mich überzeugt hat, war so der Punkt Geschmack und Cremigkeit, muss ich ehrlich sagen. Ne? Das ist das erste Mal, da so einen in die Hand nimmt oder in den Mund quasi. Das beeindruckt schon. Ja, was sind so die Punkte aus eurer Erfahrung, die dafür sprechen, sich mit einem Hochleistungsmix auseinanderzusetzen? Ja, also ich denke, also wenn man jetzt mit grünen Smoothies halt auch länger unterwegs ist oder einfach für sich erkannt hat, so dass das halt ein sinnvoller Baustein ist im Ernährungsplan, dann ist es ja mal ganz gut, wenn man eine Lösung hat, die auch sehr praxistauglich ist, also für den Alltag gemacht, ja. Und bei den Hochleistungsmixern hat man halt zum Beispiel den Vorteil, dass du halt jederzeit jegliches Blattgrün verwenden kannst, wobei du halt bei einem normalen Küchenmixer eher darauf achten solltest, so feinere Blattsorten zu nehmen, Postelein, Feldsalat, Babyspinat, ja. Und beim Hochleistungsmixer kannst du dann halt auch auf andere Sachen zurückgreifen, wie Kräuter aus dem Garten, Wildkräuter oder auch die ganzen Kohlsorten im Winter. Ja, das sind halt so Sachen, da muss man halt nicht mehr genau hinschauen. Auch Möhrengrün zum Beispiel kann man nehmen. Ja, das viele Leute gerne weg. Ja, Ja, stimmt, ja. aber im grünen Smoothie kann man das optimal verwerten. Und darüber hinaus, also die sind ja auch meistens so mit einem 2-Liter-Behälter ausgestattet, also da kommt man dann halt auch vernünftige Mengen. Ne? Das ist dann halt auch, sag ich mal, machbar, dass man halt wirklich irgendwie 1 Liter oder so pro Tag dann zubereitet. Und dadurch, dass sie halt im Hochleistungsmixer auch so fein püriert werden und sich die Oberfläche so stark vergrößert, lassen die sich halt auch besser verdauen. Ja. Und man merkt das halt auch wirklich, ja, wenn man dann halt mal probiert, so, da trinkt man ein Glas, also wenn man das noch nie gemacht hat, ne, und da ist man schon erstmal so pappsatt und denkt, wow, hätte ich nicht erwartet. Und deswegen hat das dann halt auch ein Potenzial, wirklich eine Mahlzeit zu ersetzen, ne, dadurch, dass es halt so also fein püriert ist, auch so lecker ist, cremig, hast du auch gesagt, ne, das berichten auch viele Ja. Hochleistungsmixer-Nutzer. Und dann hat das halt auch wirklich eine Chance, sage ich mal, so zu einem festen Baustein im Alltag zu werden. Und davon profitiert man einfach unheimlich. Ne? Durch, ich meine, du hörst es ja auch ständig, ne? Leute fühlen sich ein bisschen besser, sind einfach irgendwie, fühlen sich damit wohl. Ne? Die merken auch, dass ihnen das Kraft gibt und so. Ja, also was mir wichtig ist, ist, dieser Effekt tritt auch schon ein, wenn man wirklich erstmal das nimmt, was man zu Hause hat. Aber er verstärkt sich natürlich durch den Hochleistungsmix. Und das ist auch wirklich die Empfehlung, das sagt er auch, erstmal gucken, was man zu Hause hat und gucken, ob das Thema grünes Smoothie jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum für einen da ist oder ob man da irgendwie nach 2 Wochen sagt, nee, es ist vielleicht doch nichts. Und wirklich, wenn man dann über einen längeren Zeitraum merkt, ja, grünes Smoothie sind was, dann würde ich sagen, sollte man wirklich da mal Gedanken drüber machen. Und was das Schöne ist ja auch bei so Hochleistungsmixern, ist bei uns, stelle ich das fest, man kann sie auch für viele andere Dinge benutzen. Ja? Es wäre ja fatal, nur zu sagen, ich nehme das Ding jetzt nur für grüne Smoothies. Man kann ja Teig oder Suppen oder man kann auch so Mandelmilch und solche Geschichten oder Rohkosteis oder. Das ist schon, macht schon Spaß, muss ich sagen. Genau. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen das Pro und Contra und die Vor- und Nachteile ein bisschen beleuchtet. Jetzt bin ich schon sehr gespannt auf diesen Vergleich. Und den rechten von dir aus ist der Vitamix Pro 57, den haben wir auch zu Hause. Den finde ich persönlich richtig gut. Und den anderen kenne ich jetzt nicht. Was ist das für einer? Das ist der BMF Cult Pro Power. Das ist auch ein sehr beliebter Mixer in Deutschland. Der nennt sich selber gar nicht Hochleistungsmixer, aber ist halt im Küchenmixer-Segment schon einer der besseren. Und ja, also es ist im Prinzip sozusagen hier der König der Hochleistungsmixer und der König der Küchenmixer. Und die lassen wir heute mal gegeneinander antreten. Können wir vielleicht ganz kurz noch die Begriffe so ein bisschen definieren? Küchenmixer, Hochleistungsmixer? Ja, also es ist halt ein bisschen wischiwaschi, sage ich mal. Früher hat man halt gesagt, so ein Hochleistungsmixer, das ist halt ein Mixer, der mehr als 30.000 Umdrehungen schafft.
Wir werden ja da später nochmal drauf eingehen, aber diese Umdrehungszahlen, das ist immer, sage ich mal, eine sehr unkonkrete Angabe. Da kann man auch, sage ich mal, viel Schindluder mit betreiben, ja. Und es gibt in dem Sinne keine offizielle Definition, auf die man sich jetzt geeinigt hat, Okay. Hochleistungsmixer-Küchenmixer. Ich verwende den Begriff halt Hochleistungsmixer gerne für Mixer, die wirklich auch dafür gemacht sind, grüne Smoothies herzustellen. Ja, okay. Gut, dann, wie läuft der Test jetzt ab? Was hast du für uns vorbereitet? Ja, also wir machen heute in beiden Mixern grüne Smoothies. Ich habe hier ein bisschen Grünzeug aus dem Garten gesammelt. Eine Banane, ein Apfel, ein bisschen Wasser. Und wir werden die jetzt gleich in beiden Mixern durchmixen. Und anschließend gießen wir den grünen Smoothie dann durch ein Sieb und schauen, Okay. was eng bleibt, beziehungsweise ob es da Unterschiede zu beobachten gibt. Da bin ich gespannt, ja. Okay, dann lege ich jetzt einfach mal los. Ja. Rein damit. Rein. Also hast du da Obst, Banane, Genau. Apfel und Grünzeug. Gut, bei dem spielt die Reihenfolge jetzt wirklich gar keine Rolle. Da kann man es. Ich mache das jetzt nur so. Beim Küchenmixer kann man es ja quasi so machen, wie du es eben auch empfohlen hast. Ja. Die weichen Sachen nach unten und dann das Genau. Grünzeug drauf. Zurück drauf. So, jetzt haben wir es ungefähr gleich. Und die Äpfel Ich meine, on es ist jetzt top. hier kein wissenschaftlicher Test, aber es interessiert, ich denke, interessiert mich und es ist, denke ich, auch interessant. Das grüne Smoothie-Lab. Es macht seinem Namen alle Ehren. Alle Ehre. So. Okay, sehr gut. Also, dann legen wir jetzt los. Let's mix. Beim Pro 750 haben wir hier ein Programm, das nennt sich Smoothie-Programm. Das läuft 45 Sekunden Ja, lang. hört jetzt gut an. Ich schalte das einfach an und den lassen wir einfach parallel laufen. Wenn er durch ist, wird der andere wieder ausgemacht. Ja, der hat Genau. keine Automatik, ne? Der WMF. Ja. Okay, dann los. So. Okay. Ich hoffe, die Ohren sind überall noch dran. Ist immer so eine Sache mit der Lautstärke. Ja. Okay. Könnt ihr das hier sehen? Jetzt, wenn du es hochhebst, ist es ein Sieb. Wo du es hinten reinstellst, sehen wir nicht. Das müsstest du näher zu der Rand ziehen dann wahrscheinlich. So, ich gieße das jetzt hier mal rein. Ja, ziehst du noch ein bisschen näher zu der Rand, dann sieht man das auch, wenn das geht. Okay. Ja, das ist perfekt. Cool. Es geht da so gerade alles rein. Ja, ich habe da alles reingekippt jetzt. So. Und es tröpfelt so leicht runter. Ich rühre jetzt mal ein bisschen Ah, genau, dann geht es ein bisschen schneller durch, ja. Setzen sich wahrscheinlich die Poren dazu. Es dürfte ein grobmaschiges Sieb sein, ne, wenn ich das richtig sehe. Genau. Okay, du rührst jetzt, um mal zu gucken, was sozusagen übrig bleibt. Genau. Wenn du so schön rührst, vielleicht kann man noch ein bisschen was Schönes sagen zum Thema. Ich kann dir noch ein paar Fragen stellen. Das Thema, du hast eben ganz kurz angesprochen, auch schon die Drehzahlen von den Hochleistungsmixern. Da wird ja sehr gerne von den Herstellern geworben. Ja? Also, was ich, 28, 35, 40.000 und hast du nicht gesehen. Ich frage mich dabei immer, wo kommen diese Zahlen her? Sind die wirklich so repräsentativ? Kannst du da irgendwas zu sagen, wie diese Zahlen zustande kommen? Ja, also es ist momentan so, es gibt in der Branche gibt es keinen Industriestandard, ja, wo irgendwie festgeschrieben ist, dass man die Umdrehungszahl auf eine bestimmte Art und Weise zu messen hat. Deswegen kann im Prinzip jeder Hersteller frei seiner Fantasie Ja. da etwas angeben. Okay. Und ich meine, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, eine Drehzahl zu messen. Ja? Also man kann zum Beispiel
im Leerlauf messen, ohne einen Behälter drauf, mit einem Behälter drauf, mit Wasser im Behälter. Und je nachdem, welche Messart man wählt, kommt man da halt zu ganz gravierenden Unterschieden. Ja, also Ja, das genau. schon so, wir haben das auch mal stichprobenartig gemessen, also so ein Abfall, ein Geschwindigkeitsabfall von 10.000 Umdrehungen pro Minute, jetzt allein dadurch, dass man den Behälter mit Wasser befüllt, das ist gar keine Seltenheit. Okay, das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen wie bei der Reichweite beim Auto, wie viel man wie viel Litern kommt. Da wird dann geschummelt und gemogelt, um dann eine möglichst tolle Zahl zu haben, irgendwo am Ende. Weil die Frage ist ja dann eben auch, inwieweit spielt die Drehzahl überhaupt eine Rolle für das Mixergebnis? Weil was ich mal festgestellt habe, ich habe mal so einen Trockenmixbehälter, die gibt es ja auch, wo man dann, was ich wirklich nur Getreide drin malt und habe dann mal, weil ich hatte den halt da stehen und mir fehlte gerade ein Behälter, der andere war irgendwie dreckig. Hab dann Ja. versucht, damit einen grünen Smoothie zu machen. Das ging aber überhaupt nicht. Also ich hatte wirklich dann diese, jetzt wirklich jetzt den Pro 750, also wirklich einen richtig guten. Aber da kam nichts bei rum. Das wurde überhaupt nicht richtig klein. Also wie erklärt sich das denn? Das liegt wiederum daran, also das liegt am Messer- und Behälterdesign. Also das ist halt eines der wichtigsten Kriterien für ein guten grünen Smoothie, dass halt auch die Messer und die Behälter gut mitspielen. Und bei Vitamix ist das so, dass die Trockenschneidemesser, die sind so gebaut worden, dass die halt man will ja damit meistens Getreide mahlen oder Kakao oder Kaffee oder sowas, dass das Zeug halt hochgewirbelt wird und immer wieder von unten wegkommt. Ja? Also es geht darum, das Zeug nach oben zu wirbeln. Und beim Nassschneidemesser hingegen, bei Vitamix, ist es so, dass man versucht, einen Sog, der nach unten hingeht, zu erzeugen. Ja? Okay. Wenn man Vitamix anmacht, dann sieht man halt auch immer, da bildet sich so ein Strudel, der zieht immer das Mixgut zum Messer hin, Okay. halt auch immer feiner püriert werden kann. Ja, also das heißt also Messer, Mess, der Mixbehälter, die Form des Mixbehälters und Genau. die Geschwindigkeit, die drei in Kombination sind entscheidend und einer alleine bringt da irgendwie gar nicht so viel. Cool, Richtig. jetzt löcher ich dir die Fragen, du bist da fleißig am Rühren. Wie sieht's, wir können das gar nicht sehen, zeig doch mal, wie sieht es denn aus da drin? Ja, also ich kann das mal zeigen. Also es ist jetzt momentan so eine. So sieht man das? Ja, man sieht schon fast das Sieb unten, also ein bisschen verteilt. Ich weiß nicht, wie viel ist es denn noch, Genau. was da drin ist? So ein Das ist so bisschen. ein kleiner Belag. Hier ist noch Restflüssigkeit drin. Ja. Wenn ich hier ein bisschen weiter pumpe, so, dann würde das wahrscheinlich auch noch. Ja. Sind denn jetzt grobe Stückchen dabei? Ist da irgendwas zu sehen? Nö, das ist so ein. Nö, ich kann hier nichts erkennen. Das ist eine grüne Grüne Masse. Masse, die auch sehr feucht ist noch. Ja. Also. Ja, dann nehmen wir mal die anderen. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was beim anderen da drin ist. Also, wenn du sagst, das ist der König der Küchenmixer, dann ist er wahrscheinlich auch schon ein Ticken besser als vielleicht so ein Mixer, den die meisten zu Hause haben, ne? Also, die meisten haben ja dann irgendwie, so wie wir damals auch, wie einen Stabmixer oder sowas. Ja. Oder wirklich irgendwie so einen ganz einfach mit Glasbehälter, wo man dann ab und zu mal ein paar Eiswürfel drin mixt. Glasbehälter ist übrigens auch noch so eine Frage, wo ich es gerade sage. Das ist auch eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Wann kommen denn die Mixerbehälter endlich mal, die Mixerhersteller endlich mal auf die Idee, einen Hochleistungsmixer mit Glasbehälter zu machen? Weil Glas hat ja eine bekanntermaßen eine ganz glatte Oberfläche. Und ja, da ist ja auch mal diese Angst, dass Plastik dann irgendwie dann doch was ins Mixgut übergeht. Oder was ich, die wird ja auch matt irgendwann. Der Behälter von innen, also irgendwie so ganz Mini-Partikel müssen sich dann irgendwie doch lösen oder ist zumindest immer die Angst. Was kann man denn dazu sagen? Warum gibt es da keine Behälter aus Glas? Also das hat mehrere Gründe. Also ein Grund, wie gesagt, ne, also der Behälter, der ist halt auch wichtig, um das Strömungsverhalten zu erzeugen, was man haben möchte. Genau. Und dafür werden hier so gerne auch am Behälter an der Seite, vielleicht sieht man das hier ganz Ja, sieht man. gut, hier oder von innen, ja, da hat man so Einkerbungen drin und die müsste man halt auch im Glasbehälter nachbilden. Man hat das Okay. hier auf der einen Seite schon so, sag ich mal, recht minimalistischer Form schon gemacht. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier sind Ja, ganz man sieht so ein bisschen halt. kleine Rillen. Und
da müsste man halt noch viel mehr Masse rauflegen, ja, und dadurch wird der Kuchen natürlich extrem schwer. Das wäre sozusagen nicht etwas, was wirklich alltagstauglich ist. Das andere ist, es ist halt auch eine Frage der Sicherheit. Also es gibt halt schon Leute, die haben in so einem Behälter einen Löffel liegen gelassen, ja. Es gab ja früher auch Glasbehälter für Hochleistungsmixer. Und bloß wenn man da irgendwie Metallgegenstände oder so drin liegen lässt, dann kann einem halt der Behälter um die Ohren fliegen und dann hat man Scherben und im schlimmsten Fall auch noch eine Reihe von Verletzten, ja. Und das ist natürlich nichts für den Alltag. Was macht unser Tester? Muss noch Ja, berührt also werden? Muss ich noch habe ein es jetzt bisschen. ein bisschen losgelassen, aber. Also ich habe auch schon mal einen Löffel drin gelassen, muss ich ja gestehen, im Mixer. War keine gute Idee. Okay. Ja, du brauchst, glaube ich, noch ein bisschen für den Tester. Dann gibt es noch eine Frage. Was ist denn. Was habe ich denn noch für schöne Fragen hier? Ach. Kannst du was zur Drehrichtung sagen? Auch so eine Frage. Es gibt ja so Hersteller, die auch sagen, rechts drehen, links drehend, dass es eine Auswirkung hätte auf den Mixer. Ich Ja. bin immer so ein bisschen, ja, soll ich sagen, ambivalent, was die Antwort angeht. Ja. Was sagt ihr denn da? Ihr kennt ja alle Mixer, so gibt es da irgendwie Unterschiede, die man merkt dann irgendwie oder was ist dahinter? Was versteckt sich dahinter? Ja, also es gibt meines Wissens nur ganz wenig Hersteller, die diese rechtsdrehende Variante überhaupt anbieten. Und unser Test ist schon, sag ich mal, an der Stelle schon zum Scheitern gekommen, als es darum geht, überhaupt so ein Gerät zu beschaffen, ja. Also Okay. es ist ganz schwer, die überhaupt ranzukriegen. Und also ich sehe gar nicht so, dass das jetzt eine Sache ist, die es wirklich auf dem Markt zu kaufen gibt. Und ich kann das nur so von den Leuten rezitieren. Also Viktoria Butenko, die hat das ja selber auch mal getestet mit dem Rechtsdrehen und so, meint halt, dass da keine Unterschiede festzustellen sind. Das hat sie mir auch gesagt. Ich habe es ja im Rahmen des Grünen Smoothie-Kongresses mal interviewt. Sie sagte auch, also sie wird da keinen Unterschied feststellen. Deshalb war ich jetzt mal auf eure Antwort da, gespannt. Aber ja, es gibt da unterschiedliche Aussagen. Gut, aber ich sehe da jetzt schon mal in dem Sieb scheint sich irgendwas zu tun. Ist da noch was drin jetzt im Sieb? Zeig doch mal da bitte. Ja. Oder bildet sich so ein Kuhfladen? Ja, es hat tatsächlich so ein bisschen was von so einer zusammenhängenden Masse. Genau. Ja, ich meine, das ist jetzt so, hast du wahrscheinlich so ein bisschen. Wir sind jetzt ungefähr beim Zeitpunkt, wo wir ungefähr bei beiden gleich lang gerührt haben. Brauchst du noch einen Augenblick oder was meinst du? Naja, also es ist schon so, man merkt schon, es kommt hier immer noch ein bisschen was raus, aber es macht schon wirklich Arbeit, hier die Flüssigkeit Es wird rauszubekommen. langsam dickflüssig, ja? Ja, und es wirkt hier schon so sehr zusammenhängend, ne? Also als wäre hier noch so Ja. richtig. Okay, gut. Dann rührt er noch ein paar Augenblicke und dann sag mir noch ein bisschen was zu zwei Sachen, die es auch mal noch gibt. Zwei Punkte. Das ist immer so die Wattzahl und die Messerzahl und die Messerlänge. Die zwei Messergeschichten und einmal die Wattgeschichte bei den Mixern. Das ist auch mal so eine Frage, die immer wieder kommt. Die was bitte? Sind so Fragen, die auch mal an mich angestellt werden. Die würde ich gerne von eurer Sicht mal beantwortet haben. Also die Wattzahl, wie weit spielt die eine Rolle und auch die Messeranzahl und die Länge der Messer. Ja, also ich meine, bei der Wattzahl geht es ja halt auch immer um die Frage, ja, wie energieeffizient ist ein Mixer? Also ein Mixer, der jetzt 1200 Watt angibt, der kann ja deutlich leistungsfähiger sein als ein Mixer, der 1800 Watt angibt, wenn er effizienter arbeitet. Ja, also Okay. insofern ist es halt auch wieder so eine Zahl, mit der man nicht wirklich was anfangen kann, ja. Sagt Okay. einfach nichts aus. Und was war nochmal die zweite Die Frage? Messeranzahl. Manche sagen, ich Ah, habe sechs genau. Messer oder dann nur vier Messer. Bei der Ja. einen sind die Messer lang und sie haben aber nur zwei da drinne und die anderen haben wieder jetzt hier der Pro 750, der hat halt auch sehr lange Messer. Ist ja auch der Behälter sehr breit. Der hat dann Ja. wieder vier Messer. Die einen sind geriffelt, die anderen sind mehr glatt. Ja.
Also es ist so, ich kann jetzt nicht, also nach unserer Erfahrung ist es so, dass die Messeranzahl nicht wirklich ausschlaggebend ist. Ich kenne Mixer, die haben nur zwei Messer und machen exzellente Ergebnisse bei grünen Smoothies. Wir kennen auch Mixer, die haben sechs Messer und machen exzellente Ergebnisse, genauso wie Mixer, die vier Messer haben und exzellente Ergebnisse machen. Okay. Also da können wir keine Auffälligkeit feststellen. Und das andere, was du hingegen gesagt hast, Messerlänge spielt aus meiner Sicht doch eine ganz interessante Rolle, weil je nachdem, wie lang das Messer ist, also je länger das Messer ist, desto höher ist die Geschwindigkeit, die das Messerende entwickelt durch die Rotation. Ja. Und das spielt dann wiederum sehr stark in die Richtung, okay, tatsächliche Umdrehungszahl. Das korreliert auch ein bisschen. Ne? Also die Mixer, die längere Messer haben und damit halt auch gut unterwegs sind bei hohen Geschwindigkeiten, die haben dann auch wieder einen stärkeren Motor und so weiter und so fort. Okay. Und wenn der Motor schwächer ist, dann sind die Messer auch kürzer und so weiter und so fort. Also lange Messer sind grundsätzlich erstmal gut. Ja, aber die werden auch schneller außen dann und eine höhere Durchschlagkraft, klar. Genau. So, du bist jetzt aber da gleich durch, denke ich mal. Unten tropft schon fast gar nichts mehr. Dann zeig uns doch mal das Ergebnis, was jetzt da übrig geblieben ist. Das ist jetzt hier sozusagen der Kuhfladen. So, ist das jetzt mehr als beim anderen? Das kann man jetzt hier so gar nicht richtig sehen. Ja, also wenn man jetzt das andere nimmt, im Vergleich, Ja, ja. das ist ziemlich flach, denke ich mal. Und rechts ist wirklich was drin, ja. Genau, also da siehst du auch noch so Apfelpartikel drin, so Faserstränge erkennst du da drin. Und hier ist das eher so eine grüne Paste vielleicht, so eine leichte, die halt auch recht feinkörnig wirkt. Also Es scheint ja auch so zu sein, dass bei deinem linken, von uns aus rechten, irgendwie auch noch mehr drin ist, was jetzt nicht mehr durchgeht, irgendwie, oder? ja, das entwickelt auch so wirklich so diese Konsistenz von so einem Klumpen, ja. Ja, Also okay. wie du ja schon witzigerweise gesagt hast, Kuhfladen, ja. Ja. Tatsächlich so, dass da ganz schwer ist, da noch irgendwas rauszuholen. Ja. Ja, krass. Also es scheint also wirklich dann Unterschied zu geben. Links auch irgendwie eine andere Farbe. Ist ein bisschen heller geworden so. Und links, rechts ist noch ein bisschen dunkler, das Ganze. Scheint mir so. Also es gibt da wirklich einen Unterschied bei diesen beiden. Und gut, den Geschmack können wir jetzt hier nicht abbilden. Aber das ist ja letztlich auch das, was ich selber auch schon festgestellt habe. Und jetzt haben wir es zumindest mal ein bisschen visualisiert, diese Unterschiede. Und ich denke, wenn man jetzt noch einen schwächeren Küchenmixer genommen hätte, dann wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen noch deutlicher geworden, das Ganze. Ja. Genau. Ja, schön, das ist doch schon mal eine gute Sache. Ja, jetzt haben wir philosophiert wunderbar über die Hochleistungsmixer. Jetzt würde ich natürlich von euch gerne mal wissen, was ihr für Mixer empfehlt. Denn ihr kennt ja nun wirklich so ziemlich alle Mixer am Markt. Man sieht ja auch einige im Hintergrund bei euch rumstehen. Was sind denn so die Mixer, die ihr empfehlt, um es jetzt mal ein bisschen leichter zu machen? Weil es ist ja dann noch recht lästig, da sich durch sämtliche Mixer durchzuwühlen und durchzulesen, durch Foren, wenn ihr einfach sagt, das sind so die Mixer, das wäre doch schon mal eine große Hilfe für viele. Ja, also ich habe hier mal drei Mixer vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Genau. Jo. So. Also wenn ich jetzt so vor der Frage stellen würde, mir einen neuen Mixer zu kaufen, dann wären das sozusagen die drei Modelle, die ich mir anschauen würde. Okay, welche haben wir denn da jetzt? Erzähl doch mal. Ja, also auf der einen Seite ist es hier so der Bianco di Puro Primo heißt der. Das ist so der Einstiegsmixer für grüne Smoothies. Also ich kenne ihn noch in Silber, den gibt es jetzt anscheinend auch in Weiß, ja? Genau, den gibt es jetzt mittlerweile in drei Farben. Und das ist so, sage ich mal, der Einstiegsmixer. Also in der Preisklasse ist der auf jeden Fall konkurrenzlos, was grüne Was Smoothies. kostet der? Der kostet aktuell 299 Euro. Okay, und das ist ein Mixer, wo du sagst, der ist für die Preisklasse richtig gut. Genau, also in der Ja. 100-300 € Preisklasse finde ich, ist das so die erste Wahl. Genau, also er hat halt keine Programme oder irgendwas, er hat einfach diesen Knopf Nö, vorne dran. genau, ist ganz einfach, einfach an, aus, fertig. Ja, also was halt ein Vorteil ist, auch der ist nicht ganz so hoch wie die anderen, das sieht man. Ne? Wenn man den irgendwo drunter schieben will, unter Arbeitsplatten ist ja, dann wird das passen und der sieht halt auch schick aus. Ne? Genau. Macht was her. Gut, also 290, das ist, denke ich,
Klar, ich meine, der Preis spiegelt sich natürlich die Qualität irgendwo wider, aber das ist, denke ich, auch so eine Sache für einen Einstieg ganz gut. Kann man ganz gut rechtfertigen. Jetzt sind wir bei der mittleren, das ist der Klassiker, ja, der TNC 5200. Genau, von Vitamix. Das ist so der sich am längsten bewährt hat. Den gibt es schon seit ja, Jahrzehnten. Und das ist so der älteste Mixer im Hochleistungsmixer-Segment. Ja. Unheimlich niedrige Garantiefallquote. Alle großen Namen benutzen den. Also das ist ein unheimlich solides Gerät, was ja auch einfach eine Geschichte hat. Ja. Ja, also es Und war auch unser erster Mixer, erster Hochleistungsmixer, den wir geholt haben. Der steht immer noch da, der läuft wie eine Eins. Also ist einfach super, ja. Er sieht halt ein bisschen klobig aus, so vom Design. Und er ist natürlich auch recht laut, aber er macht einen guten Job, definitiv. Also kann ich nur sagen, der heißt ja auch mal oder hieß lange Zeit mal so der Rolls-Royce unter den Hochleistungsmixern. ja, Was genau. kostet der aktuell? Aktuell kostet der in den einfachen Farben 599 Euro. Okay. Gut, und dann haben wir den König der Mixer sozusagen. Das ist natürlich jetzt mal so schnell dahergesagt, aber das ist auch meine Erfahrung. Ich habe ja auch schon viele Mixer getestet und das ist so derjenige, wo ich gesagt habe, wow, der macht echt nochmal einen drauf. Auch im Gegensatz gegenüber dem TNC 5200 in der Mitte hat er nochmal eine Schippe draufgelegt. Da habe ich gedacht so, jo, da lohnt sich wirklich das Gerät nochmal zu holen. Und der steht jetzt auch bei uns in der Küche und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Also das ist auch das, was ihr so erlebt wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein unheimlich beliebtes Gerät. Also der kommt halt auch so ein bisschen schicker daher als der alte Vitamix. Ja. Er ist halt auch kleiner, also deswegen passt er halt auch unter mehr Küchenzeilen. Und dadurch, dass der halt längere Messer hat und ein bisschen stärkere Motor, werden halt die Screws einen Hauch feiner. Ja, Und genau, ja. ja, das ist im Prinzip, kann man schon sagen, so eine sehr gelungene Weiterentwicklung Ja. der Vitamix-Produkte. Ja, und der hat dann auch ein paar Automatikprogramme. Die Frage ist immer, wofür braucht man die? Gut, es ist wie so eine Zeitschaltuhr letztlich. Ne? Ist schon mal ganz schön, da muss man nicht gucken und einfach Smoothie-Programm und fertig. Genau. Ja, okay. Das ist ja schon mal wunderbar. Vielen Dank für die Infos. Wenn man jetzt sich darüber informieren will, wo kann man sich daran wenden? Also, wenn man sich die Mixer nochmal genauer anschauen will, unter dem Video wird dann ein Link sein, wo man dann nochmal die drei Mixer bei uns auf der Website sich Genau, im Detail anschauen blende ich kann. gerne ein, ja. Genau. Und ja, also, es ist natürlich schon so eine Frage: ne, möchte ich mir eher so den Einstiegsmixer gönnen oder eher was Höherwertiges? Ja. Das ist ja immer auch so eine Frage des Vertrauens. Und deswegen haben wir uns überlegt, für alle Leute, die jetzt dieses Video anschauen, machen wir ein besonderes Angebot. Und zwar geben wir den Zuschauern die Chance, den Mixer ausgiebig zu Hause im Alltag mal zu testen. Könnt den Mixer kaufen und könnt ihn 30 Tage lang zu Hause wirklich im Realeinsatz ausführlich testen. Und falls ihr irgendwo das Gefühl haben solltet, okay, meine Erwartungen wurden jetzt nicht ganz erfüllt, so, ich habe mir eigentlich was anderes vorgestellt, naja, so richtig ist es dann doch nicht meins oder so, dann könnt ihr das Gerät an uns zurückschicken und kriegt den vollen Kaufpreis erstattet, sodass ihr halt null Risiko eingeht, wenn ihr euch für ein Gerät entscheidet. Ja, das ist cool, denn normalerweise, in welchem Geschäft hole, kann ich glaube ich nur, wenn überhaupt unbenutzt, Genau. umlaufen, zurückgeben. Und wenn ich es im Internet bestelle, dann gibt es 14 Tage, ist das richtig? Und dann muss ich es aber auch unbenutzt, glaube ich, lassen. Ne? Genau, Ja, und genau. das ist eine coole Sache. Also, dass man wirklich ausprobieren kann. Und das ist ja immer so, beim Geschäft kriegt man irgendwie was hingehalten. Hier, probier mal, wenn überhaupt. Und zu Hause wirklich mal gucken, passt er dahin, wohin soll? Ist er nicht vielleicht doch zu laut? Oder ist das Ergebnis doch nicht so doll, wie ich dachte? Zu groß, zu klein, passt zu Ja. fast. Ja, nee, absolut. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Das hat ja so ein bisschen Tradition bei mir, dass meine Interviewpartner immer so ein kleines Leckerli mit dabei haben. Und das finde ich eine gute Geschichte, dieses Angebot. Ich meine, es ist für euch ja auch ein Mehrwert, mehr Aufwand sozusagen, die Dinger wieder in einen Zustand zu versetzen, dass sie wieder verkauft werden können. Oder es ist auch eine Preisminderung letztlich, wenn sie schon gebraucht sind. Von daher ist es wirklich eine tolle Sache, die ihr da anbietet. Vielen Dank dafür. Und
Wir haben, glaube ich, den Preis von dem letzten noch gar nicht genannt, von dem Pro 750. Der ist ja doch ein bisschen höher. Was kostet der? Der kostet aktuell 8,99. 899. Also der mittlere kostet 599. Und wer sich für den kleinen Bianco, wie heißt der jetzt, hat den Namen ein bisschen geändert. Bianco Bianco di Puro Primo. Primo, wunderbar. Genau. Und da gibt es auch verschiedene Farben, bei den anderen ja auch. Genau, den Link, den du angesprochen hast, blende ich gerne ein. Und dieses Angebot gilt für diese drei Mixer dann, ja? Genau. Okay, und wird das dann irgendwie sichtbar, damit dann auch wirklich sicher ist, dass, weil normalerweise habt ihr das ja nicht, wenn man bei euch normal im Shop kauft. Wie erkennt man dann, dass es dann. Das sieht man dann sofort im Warenkorb. Also sobald man einen dieser drei Mixer in den Warenkorb legt, wenn man jetzt über den Link da unten bei uns im Shop reinkommt, dann wird es gleich angezeigt, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Okay, also Angebot gilt für diese drei Mixer, eure sozusagen Favoriten. Genau. Und dann, man sieht das auch, wenn man es in den Warenkorb legt. Wunderbar. Okay. Ja, also ich sage ganz herzlichen Dank für die Infos, Insider-Einblicke aus dem grünen Smoothie Lab, ja, in Berlin-Kreuzberg steckt ihr. Und ja, ich hoffe, dass die Fragen rund um die Hochleistungsmixer und Pro und Contra jetzt hier so ein bisschen beleuchtet wurden. Wenn er sagt, wie gesagt, ist jetzt nicht so Thema aktuell, weil es noch zu frisch ist, dann waren ja auch einige Tipps mit dabei für den normalen Mixer. Alle anderen, die sich damit auseinandersetzen wollen, das mal ausprobieren wollen, habt ihr jetzt eine super Gelegenheit, hier risikofrei das zu testen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hierüber das anbieten kann. Und bevor ich dich entlasse, möchte ich gerne noch ein Rezept von dir haben, ein grünes Smoothie-Rezept. Was ist denn dein persönliches grünes Smoothie-Lieblingsrezept? Vielleicht kannst du uns da noch was mit auf den Weg geben. Also, so mein grüner Smoothie All-Time-Favorite, das ist ganz einfach nur Apfel, Banane, frisches Blattgrün, je nachdem, was ich gerade bekomme. Und dazu noch eine Scheibe Zitrone, ein paar Scheiben Ingwer, Zimt und etwas Chili. Spicy. Okay, cool. Ein schönes Rezept. Hört sich lecker an und lädt ein zum Nachmachen. Ja, dann sage ich im Namen aller Zuschauer ganz herzlichen Dank auch für diese wunderschöne Szenerie, die du da aufgebaut hast, für diesen Test, der es wunderbar nochmal visualisiert hat. Und wünsche euch für eure Arbeit, die ich richtig gut finde. Ihr macht ja auch so grüne Smoothie-Challenges und gibt tolle Rezepte und Infos auf eurer Homepage. Also alles Gute und vielen Dank für das, was ihr da macht. Ja, ich wünsche euch weiter alles Gute, macht's gut, schöne Grüße nach Berlin-Kreuzberg, bis bald, euer Andreas von Grün und Gesund.de. Ciao, Kazoo.